willkommen hier zu DLB TV. Ja, heute mit einem neuen Projekt Star Trek. Ja, mit Spocky und Co. mit der Enterprise in neue Missionen. Ja, ich bin schon mal gespannt. Ja, legen wir gleich mal los hier mit neuen Spiel. Natürlich, wenn wir das. Ja, na klar. So. Ja, wir fangen hier leicht an. Wir sind ja hier noch Anfänger auf der Enterprise. Ja, wir können jetzt hier auswählen unter Spock und Kirk. Ja, ich würde mich gleich mal für den Captain. Captain? Ja, Captain, gut. So, Captain Kirk. Waghalsig, mutig und clever. Oder spielen Sie als Spock? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte als Captain Kirk hier spielen. Ja, öffentlich, privat. Ja, wir spielen hier offline. Ja, ich bin schon mal gespannt hier. Ja, das Spiel ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Their numbers are overwhelming. Surrender may be our only option. No! Don't give them an inch. Ja, wie man sieht, sind wir hier in einem simulierten Kampf oder auch nicht. Wir müssen uns hier freischießen gegen Vulkianer oder wie die auch immer heißen. Ich habe die Serie nicht so groß verfolgt. Aber ich möchte zumindest das Spiel mal ausprobieren, wie es ist. Landet hier auf irgendeinem Planeten. Was jetzt? Na? Move, Captain. I'm aware of that, Mr. Spock. Damn it! Your choice was valid, Captain, but highly predictable. Predictable? Since when have I ever been predictable? That is precisely why the move was predictable, Captain. Another. Captain, we have received an emergency signal from a nearby space station. Please report to the bridge at once. Shall we finish the game later, or do you concede defeat? You should know me better than that by now, Spock. I never concede. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier auf der Enterprise. Ja, wir haben hier gerade Dame gespielt. Wurden von unserer, ja, wie sagt man dazu, ich weiß es nicht, wie die heißt hier drinne, ja, wurden auf die Brücke gerufen, das werden wir jetzt natürlich gleich tun. Ja, hier haben wir einen. Captain? Chief. Tricorder, halten Sie Shift gedrückt, um Ihr Tricorder zu benutzen und aktuelles Ziel anzuzeigen. Ah ja. Okay. Ja, wie gesagt, das hier ist die Enterprise hier bei Star Trek. Ja. Sehen die mal ulkig aus. Ja, wie gesagt, wir sollen hier auf der Brücke. Ja, zumindest ist sie hier. What's going on down there? The radiation from the binary star is making communications difficult, but the station appears to be in some sort of distress. Hmm. Check off readings. They're operating on emergency power and are struggling to maintain altitude. Cause? Unknown, sir. Captain, they have issued a request for immediate evacuation. Then let's help them out. Mr. Scott, prepare transporters. I wouldn't recommend it, sir. Those stars are giving off too much interference unless we achieve manual lock.
We might fry those little guys. Then we'll get them out the old-fashioned way. Prepare my shuttle, meet me in the bay. Aye, aye, sir. Captain, in spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet captain. This is clearly a job that Mr. Scott and a few ensigns could handle. But then I miss all the fun. Sir, the more prudent choice would be to stay on the Enterprise and wait for a response to our hails. Oh, you're right. Lieutenant Uhura, any response to our hails? None, sir. No? Looks like I'm going. Ja, wir sind jetzt hier an der Sonne angekommen. Ja, und es kam ein Notsignal. Und ja, genießen wir erstmal diesen wunderschönen Ausblick hier. Ja, den hat man ja wirklich nicht jeden Tag. Wow. So, ja. Die Grafik ist echt hammergeil. Also, es wurde wirklich an alles gedacht hier. Also, ich bin echt... Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass es echt so umgesetzt wurde. Hätte es mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Ja, muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin positiv überrascht. Ja, gehen wir mal in die nächste Ebene. Drücken Sie E, um den Turbolift zu benutzen. Captain, I must insist. You insist? You know what, Mr. Spock, a change of scenery might do you some good, Captain. You come with me. Ja. Your shuttle's ready, Captain. But do you think it's wise to go yourself? I'm sure me and some recruits could handle this. Don't worry, Scotty, we'll be fine. Always makes me nervous when he says that. So, jetzt darf ich auch mal zu Wort kommen. Ja, wir sind hier irgendwie in einen Hangar angekommen. Auf der Enterprise. Ja, die Regenbogeneffekte sind ja auch mal richtig geil gemacht. Ja, hier unten haben wir unsere Raumschiffe stehen. Ja, und wir sollen zu unserem Raumschiff gehen oder rennen. Leider kann ich hier nicht normal gehen. Ist ein bisschen schade. Aber naja. So, gehen wir mal zu unserem Raumschiff. Spock, get suited up. Ja, mit Raumanzug starten wir jetzt unsere Reise zu einem Planeten. Ich bin schon echt gespannt. Enterprise Shuttle, confirming approach is 5x6. Maintain minimal safe distance. Affirmative, Enterprise. I'm picking up high levels of radiation from two binary stars. The whole space station would have been fried by those two stars by now. What the hell are they doing out there? Captain, the station appears to be outfitted with solar collectors, but they are unlike any I have ever encountered. Mr. Sulu, do you have any clue what an experimental power station would be doing out here in the middle of nowhere? Negative, Captain. Whatever they're doing, Starfleet doesn't have any record of it. Preparing for final approach. So. The end of running, Mr. Sulu. I don't think we plan on staying on that thing for too long. Aye. Angekommen hier in der internationalen Raumstation. Ist leider nicht die ISS. Dafür sind wir zu weit an der Sonne. Ja, damit herzlich willkommen nochmal hier zu Star Trek, der Enterprise mit unserem Kirk und ja, Spocky. Hier bei DLB TV. Ja, und irgendwas ist hier faul. Wir fallen auseinander. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen flotti machen. Wir werden hier gescannt oder was? Wow. Erreichen Sie das Kommandozentrum. Officer, where is the captain of this station? This way. You must hurry. Damn it. Ja, der gute Mann ist abgestürzt. This is fun. You were afraid you were going to miss, Captain. Right. We need to get everyone out of here right away. Captain, we must find an alternate route. Very perceptive, Mr. Spock. Ja, schauen wir einfach mal hier hin, wo wir hier hinkommen.
Und ich muss wirklich sagen, das ist echt wunderschön umgesetzt hier. Captain, we're picking up some strange readings. There appears to be some sort of anomaly. We kind of have our hands full. Anything we need to worry about right now? The readings are off the charts, sir, but I don't think so. Just keep an eye on them, Mr. Chekhov. Aye, aye, sir. Ja. So, jetzt sind wir unten. Knien hier irgendwie ein bisschen komisch. So, jetzt geht's wieder. Ja, was liegt hier rum? Können wir das mitnehmen? Nein. Mit E zum Aufstemmen. The door can be hacked from this side. Please, you must be quick. Ja, wir müssen jetzt hier durch die Türe, schätze ich mal. Aha, damit haben wir jetzt die Türe hier aufgemacht. Erkunden Sie die Umgebung. Transcorder zeigt die Drähte an, entfernte Objekte zu verbinden. I am in your debt. Formalities are unnecessary. Please proceed to the shuttle bay for immediate evacuation. Captain, I must mention that many of these crew members appear to be Vulcan. Good point. With fewer than 10,000 Vulcans remaining, I question the logic of placing them on any type of experimental power station. Ja, was ist unsere Aufgabe jetzt hier? Erkunden Sie die Umgebung. Der Tricorder zeigt Drähte an, entfernte Objekte zu verbinden. Folgen Sie von der Tür aus der Drähten, um Konsolen und Türen zu verbinden. Ja, das dürfte ja jetzt hier drinnen sein. Das schätze ich mal. This way. Ja, ist gar nicht so einfach. Aha. Space und anlegen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Gut, das hätten wir mal wieder nicht geschafft. Ja, Freunde, damit erstmal verabschiede ich mich in den zweiten Part. Ja. Wollen wir die Spannung ein bisschen aufheben oder behalten? Ja, vielen Dank, dass ihr mir den ersten Port hier angeguckt habt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr DLP TV hier wieder besucht. Wenn es dann wieder heißt, hier bei Spocky und ja, der Enterprise zu Star Trek. Dankeschön.